Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grim Dawn mit La Fischi, Chantal und bestimmt irgendwo Katzen und Todeshits immer noch und Broken Hills und Abfuck hier. Quest. Machst du die Quest jetzt? Nein, du machst die. Gut, weil hier sind noch Gegner, die ich erst töten wollte. Und ich habe in der ganz kurzen Aufnahmepause, die wir gerade gemacht haben, mir erstmal ein nasses Handtuch geschnappt. Ganz kurze Aufnahmepause, die 3,5 Stunden ging? Ja. Und das Handtuch hat so Badetuchgröße und das habe ich nass gemacht und das habe ich mir jetzt um die Schultern gelegt. Das ist ziemlich angenehm. Also mir ist es relativ kalt sogar. Voll geil, ja. Voll der Film, ja. Alter, das ist so gut, ey. Das glaubst du gar nicht. Hat der Skeletal Knight hat gerade einfach ein anderes Skelett angegriffen. Ja, habe ich gesehen. Oh, meine Facecam hängt im Weg. Das nennen wir noch ganz normal Cam. Nein, Facecam. Ey, die sind bei mir noch gar nicht gespawnt, du schießt schon drauf, nice. Ja, die waren gerade dabei, aus dem Boden zu kriechen. Ja, bei mir waren die noch gar nicht, also bei mir hast du schon geschossen, bevor der überhaupt ganz gleich ein bisschen rausgekrabbelt ist, okay. Oh, das Handtuch tropft auch noch, das ist richtig ekelhaft. Aber das ist so richtig hell hier, das sieht auch so richtig heiß hier aus. Ja. Auch weil die Bäume alle trocken sind und so. Ja, guck mal, hier wären wir auch lang gekommen, wenn wir über die Brücke gegangen wären. Ja, hab ich doch gesagt, hier geht's weiter. Warum greifen sie mich an? Weil du es verdient hast, genau genommen. Also, wir haben jetzt nur eine Quest, wir müssen mit Douglas in Homestead sprechen, wo wir nach Essen suchen müssen, aber ich habe auf die Karte geguckt, die Ortsbeschreibung sieht nicht so aus, als würden wir doch Essen herbekommen. Wieso? Also, naja, Infested Field, Rotting Corpse Land, Gruesome Harvest, also das hört sich nicht so schmackhaft an, würde ich fast behaupten. Doch, doch. Ja, und dann ist hier unten noch Kelderos zu den Steps of Torment. Ich glaube, Torment ist... Torment am besten übersetzen. Torment, weiß ich nicht. Sowas wie Qual ist das. Heißt, selbst die Stufen der Qual, das hört sich sehr gut an. Das machen wir natürlich auch gleich. Wie kommt man da rechts hin? Meinst du links? Komm mit. Wohin denn? Da kommen wir nicht hin. Aber da ist ein Gebiet. Ja, ich denke mal, da können wir irgendwie da unten lang gehen oder so, wenn wir da mal hinkommen. Ach, du meinst, da unten kann man auch lang? Also, wenn du auf der Karte guckst, dann ist der, also auf der Karte, dann ist der Bereich auch so texturiert. Also da ist jetzt kein weißer Rand rum, wie hier oben, aber da ist auch noch so eine Textur drumrum. Ja, und da hinten geht's auch noch weiter. Okay, ja, wird man wahrscheinlich langkommen. Gut, machen wir jetzt erstmal die Quest. Ja, wahrscheinlich können wir dann durch die Quest auch dahin, würde ich fast behaupten. Ja, wahrscheinlich. Spoiler! Und dann müssen wir auch noch irgendwo anders eine andere Quest abgeben, da bei dem Schmugglerpass. Ja. Bist du da bei Alter Cove? Cove in Under City. Du redest mit Calderos. Calderos, hallo. You've done as we asked. I am pleased to see the old Russia gone. Except, what's next? Ja, machen wir. The Great Priest, Arcovian, Hapon, Necromancer, Spanish, Purchum. Wir sollen was kaputt machen. Okay, ich denke mal, das ist hier unten drin. The Steps of Torment. Gibt's hier ein Portal? Siehst du eins? Noch nicht. Ich auch nicht. Schade. Sind dunkel hier drin, oder? Ja. Kannst du mal kurz auf mich klicken, also nicht auf mich klicken, sondern einfach deine Maus über mich halten und mir sagen, was ich bin? Saboteur. Saboteur? Ja. Ich bin ein Battle Mage. Ja, das weiß ich. Thank you.
Du hältst ihn da oben in Schach, ne? Ich töte gerade die Archer, weil die mich am meisten stören. Ja, ich mache ja alles kalt, was irgendwie rumläuft. Nur läuft hier so viel rum, Alter. Die Trefferquote von der Waffe ist echt nicht so Premium. Oh, rate mal, wer im Fokus ist. Du? Ja. Warte mal, was tot ist, das Vieh, richtig. Gott, ey, das war eine Qual schon wieder. Ich hasse diese Riesenviecher. Ja, wirklich so. Oh nein, ich bin ja Geister. Bei Geistern habe ich lieber eine normale Waffe benutzt, ne? Meintest du, ja. Ja. Die sind ja auch nochmal 400-fach stärker. Also mit 400 mehr Damage. Okay. Genau, tut mir einiges, also kommt direkt die nächste. Ja, wir haben sie nicht mal getötet, wir haben sie nur angegriffen. Gott, ey, ich hasse diese Geister, das sind echt die schlimmsten Gegner hier. Ja. Das sah seltsam aus. Was? Da ist gerade einfach nur so eine Rüstung gewesen, die ist mehr oder weniger so langsam despawned. Nice. Eine Food Ration. Jetzt mein Handgelenk knacken, weil es gerade so ein bisschen weh tut. Das ist das erste Mal, dass ich es so empfinde. Nicht so wie bei Titan Quest, sondern dass es mal wirklich sinnvoll ist, seine Klasse zu verändern. Also auf Nahkampf und so. Also dass man andere Waffen benutzt. Das war bei Titan Quest auch sinnvoll, als man es richtig benutzt. Ich habe das kein Mal benutzt. Ja, wenn du zum Beispiel Jagdgeskillt hast, dann hättest du da zum Beispiel mit dem Bogen auch noch Vorteile gehabt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass der Bogen immer nicht so geil ist. Also ich habe Bogen jetzt auch nie benutzt, weil ich immer zwei Schwerter cool fand, aber der Bogen, also ich glaube am Anfang habe ich den mal benutzt auf einem anderen Charakter, den ich mal alleine gespielt habe und da habe ich den auch relativ oft geswitcht, die Dings. Okay. Ich find's cool, wenn bestimmte Waffen noch so wie bei, nein, nicht wie bei Witcher, wenn die einfach so bestimmte Skills hätten, dass die für einige Gegner besser wirken. Oh, ich bin tot. Jetzt zum Beispiel so, dass es Waffen für Geister und sowas gibt, also für Spektralviecher und für Riftspawns und sowas. Mhm. Machst du, oh, ich bin zu Twin Falls gegangen. Machst du Portal? Moment, ist offen. Alter, das ist warm, ey. Stimmt doch gar nicht, ist richtig. Wurde der gerade geheilt? Kann sein, keine Ahnung. Wer von diesen Bastarden hielt hier? Ich mach erstmal die ganzen Skelette hinten platt, ne? Geister werden besser. Ach, das war vielleicht der Priester, der Pisser. Ja, aber den Geistern mache ich nicht so krass viel Schaden. Also doch schon, aber nicht halt auf Damage, also auf Area. Warte, ich kann mich gerade nicht gegenhören, da muss ich einen Trank nehmen. Gott, scheiß Skelette, halt endlich ist er tot. So, hier hinten ist nichts mehr. Hier geht's weiter. Du hast recht, hier ist. Oh, jetzt wird's nebelig. Ist das nur bei mir nebelig oder bei dir auch? Bei mir ist schon die ganze Zeit so ein bisschen nebelig. Ist jetzt gerade erst geworden bei mir. Also bei mir ist es schon die ganze Zeit so ein bisschen dunkel, also so dunkler Nebel, würde ich sagen. Nicht dunkel so. War es die ganze Zeit bei mir, aber jetzt ist es so heller Nebel, sag ich jetzt mal. Heller Nebel nicht, das hatte ich auf dem Berg vorher. Ektoplasma. Auch mal was für mich gedroppt. Nice. Das ist das erste, was du jetzt in dem ganzen Part findest, oder? Nein, ich habe schon vorher zwei. Aber das ist das erste, was ich in den letzten 10... Also, ich glaube, in den letzten 10 Parts habe ich vielleicht ein, zwei Sachen gefunden und du 100. Ich kann ja mal kurz nachgucken, wie voll mein Inventar schon wieder ist. Meins ist auch richtig voll. Warte. Glaubst du schon wieder? Ja. Hier liegen schon wieder 4 Sachen. Ich hab Aggressive Wand, also. Gott, was hast du denn alles? Mark of the Traveler, noch nie gehört. Hier geht die Quest weiter.
Okay, dann gehen wir da auch mal weiter. Pain. Oh Gott. Was? Schmerz. Ja, das ist jetzt die erste Stufe des Torments oder was? Ja. Okay, immer wissen wir schon mal, du das dritte ist. Ja, wissen wir das? Ja, also. Ich sehe es schon auf der Karte, also auf der Minimap. Das dritte? Ja, also die dritte. Den dritte Floor sozusagen. Also jetzt sind wir auf dem zweiten Floor und das. Ja, stimmt. Ja, super, super, super. Zwei nice. Stück! Level 36 übrigens. Ja, mach halt doch mehr Schaden, ist okay. Ne, schon okay. Mach ich Schaden. Alter, du hast dem anderen noch gar keinen Schaden gemacht. Ich hab auch gerade erst die Kleinen da bekämpft. Wäre es besser, wenn wir uns auf einen konzentrieren? Lord Alistair Hemsworth. Hatten wir nicht schon mal irgendeinen Alistair? Ich bin tot. Kann sein, keine Ahnung. Schon wieder viel zu lange her. Machst du Portal? Ja, ist offen. Das Problem ist, der andere Typ kann sich auch heilen. Also. Jetzt nee, das ist schön. Jetzt so ein. Blut wegzieht, Zauber. Ja, das ist schön. So, oh, sorry. Er ist tot. Oh mein Gott, ich auch gleich. Oh, rat mal, wer wieder am Leben ist. Der erste. Jetzt ist er tot. Beide sind tot. Hä? Hä? Nee. Hä? Der heißt ja auch The Blood Drinker. Hast du ihn gerade umgeschubst oder war ich das? Du warst das. Was Grünes? Wenn ich da mal mit reinhaue, geht er ganz schnell. Also gehen wir erst da lang. Gut. Da oben können wir nicht lang. Alter, ich glaube, wenn ich morgen meinen Ventilator habe, Junge, dann stelle ich den irgendwo auf und pack davor so, also nein, dahinter ganz viele Handtücher mit Wasser. Dass ich kalte Luft hier irgendwie reinkriege. Klimaanlage macht ja auch nichts mehr. Ja, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ich glaube nicht, dass wir da die ganzen Steps auf Torment schaffen. Müssen wir nur falls noch einen Plan, noch ein Part aufnehmen. So viel aufnehmen, weil so viel Hitze. Ah. Ich weiß. Ich will gleich auf jeden Fall noch Witcher aufnehmen, Alter. Du musst auf jeden Fall noch Witcher aufnehmen. Ja, eigentlich schon. War als 12 nur einer von den voraufgenommenen Parts oder wieso ist der vor kurzem erst veröffentlicht worden? Nee. Den hatte ich versehentlich. Nicht, also das war einer, den ich versehentlich auf privat gestellt hatte, glaube ich. Aber wenn du auf privat ist, kannst du ihn auch planmäßig machen, den du veröffentlicht schon hattest vorher, oder was meinst du? Wenn man Sachen erst veröffentlicht und auf privat stellt, kann man sie nicht mehr auf planmäßig stellen. Ja, ich weiß, und deshalb meine ich, du hast sie schon veröffentlicht, weil wenn man die dauerhaft auf privat hat, dann ist das egal. Meinst du, hast ihn auf privat gehabt, dann? Kappa. Ich hoffe, man hört mit dem Mausklicken nicht zu sehr. Doch, bestimmt. Also ich höre es auf jeden Fall. Ah, okay, cool, aber dann werden die das richtig hart hören, Alter. Oh, können die Geister bitte aufhören zu reden? Oder ihre Regelhaften Geistergeräusche zu machen? Oh, guck mal, wir haben einen Storm-Typ. Ich mag die, weil die Storm-Sachen machen. Und Storm-Sachen sind cool. Du tust ihn einfach dafür, um dass du sein Land befreien. Ich bin schon wieder gelevelt, what the fuck? Bin auch gerade gelevelt. Komm, was ist das für eine Scheiße? Wenn du Skelettpriester findest, die zuerst töten. Dann kann ich anderen heilen. Ich achte schon gar nicht mehr darauf, was ich kille hier. Ich hau einfach nur richtig hart rein. Okay, dann mache ich das.
Das Gute ist, wenn ich von irgendwelchen Gegnern verlangsamt werde, kann ich trotzdem einfach zu denen ganz normal schnell hindashen. Das ist richtig gut. Ja. Was? Das war's immer noch nicht. Ne, lange nicht. Die sind irgendwie auch ganz böse, die saugen einem Leben aus. Machen sie? Ja. Und belegen einen mit dem Fluch. Okay, erstmal 40 wieder rein skillen. Ich habe zum Glück erst 562 Physik. Ach ja, skillen. Ja, das mit den Skills mache ich auch erst später. Ich wollte jetzt nur erstmal meine Physik noch ein bisschen höher haben. Geht ja schnell. Warum? Es ist einer aus dem Nichts gespawnt. Erstmal schön, danke. Machst du Portal? Offen. Okay, aber ich level erstmal. Für das nächste krieg ich auch noch Lightning Damage, geil. Mach null Schaden an den Geistern. Okay, jetzt hab ich gerade wieder welchen gemacht, aber. Okay. Mein Inventar ist fast voll. Achso, ich kann jetzt das nächste machen. Ich habe jetzt gerade mal was Neues probiert. Was ziemlich cool ist. Ihr habt jetzt einen neuen Zauber, der die ganze Zeit aktiv bleibt. Ich auch. Was macht ihr denn genau? Ich habe nicht drauf geachtet. Du kriegst 8 Offensive Ability, 8 Defensive Ability und 2% mehr Armor. Okay, ich habe jetzt um mich herum eine Brandaura, wenn ich angegriffen werde, glaube ich. Ja, ne, die hast du dauerhaft, glaube ich. Auch cool. Was? Der hat gerade einfach einer so ein Dings da gespawnt, so ein Gargantula-Ding. Ja, schon halb tot. Wenn du bei den Gargantulas ein bisschen weggehst, dann treffen sie dich übrigens nicht mehr. Kann aber nicht. Ich weiß, ich bin Nahkämpfer. Ja, ich auch, aber du musst nur, wenn sie angreifen, ein ganz kleines Stück weggehen. Dann treffen sie dich einfach nicht mehr. Alter, nach dem Part muss ich erstmal verkaufen gehen, ey. Ja auch. Oh, mein Grab muss ich noch looten. Puh. Seitdem ich bei Debitor Mark gucke, habe ich so viel Lust wieder auf Minecraft, Alter. Das sind wieder so coole Sachen. Also der macht wirklich so ganz technologisierte Sachen. Mehr als Dr. Jörd? Mehr als Dr. Jörd. Das geht nicht. Warum dürfen wir nicht bei Mark mitmachen? Weil wir nicht Fame sind. Da muss man dafür erst Fame sein, damit man da mitmachen kann. Natürlich, man muss für die meisten Sachen erst Fame sein. Dann machen wir einfach ein eigenes Mark mit Blackjack und Nutten. Und es gibt Apple. Bestimmt irgendeinen Minecraft-Mod, bei dem es Blackjack und Nutten gibt. Aber wir machen ein besseres. Ich fände, nein, ein Minecraft-Mod-Pack. Ja, aber wir machen trotzdem besseren. Okay, dann machen wir. Ich habe auch schon, ich wollte auch schon mal gucken, ob es einen Minecraft-Statik-Mod gibt. Statik? Ja, Statik. Willst du damit machen? Statik. Dankeschön. Ja, was soll man damit sonst machen als der Statik? Ja, was ist Statik genau? Erklär das mal. Statik? Das. Naja, die Art, wie Häuser halten und sowas. Also, dass sie nicht von selbst zusammenbrechen. So, dass du ein Haus nicht einfach freischwebend in der Luft machen kannst und sowas. Also, Physik. Ja, genau. Warum sagst du denn hier, weil du willst einen Physik-Mod haben? Weil es eher Statik-Mod ist. Nein, das ist Physik. Alter, was macht denn da diesen Blitzschaden? Ich bin's nicht. Der Eistyp stunt mich und der feuert. Der Blitztyp killt mich fast. Also ich finde dieses Skelett auch schon richtig nervig. Unser Part ist vorbei. Ja. Gott, ist das nervig! So. Ebene 3. Scheiße, ey. Dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Leute. Im nächsten Part machen wir die nächste Ebene. Bis dann, haut rein und ciao. Tschüss.